Ich darf euch dann herzlich begrüßen zu unserem Word Café zum Thema Sensibilisierung in Schulen. Was kann getan werden, um nicht heteronormative Menschen zu unterstützen? Wir machen das wieder in Form eines Word Cafés. Das heißt, ich habe jetzt eine von den vier Fragen auf jeden Tisch gelegt. An diesem sitzt leider keiner, dann wechselt ihr einfach. Entweder ihr teilt euch in kleinere Gruppen auf, nur zwei oder sonst irgendwie. Und bitte, na, ohne Tisch geht nicht, hier ist ein Tisch für euch. Gut, dann könnte von euch vielleicht ein, ihr seid zu viert, ein Dritter dahin, oder geht aber auch so, ist kein Problem. Man wechselt hinterher nicht in der gesamten Gruppe, sondern man geht einfach an einen anderen Tisch. Man muss also nicht als Gruppe immer zusammenbleiben, es ist befruchtender, wenn da auch ein steter Wechsel ist. Ich achte dann sehr genau auf die Uhrzeit. An jedem Tisch sind dann 12 Minuten, das heißt 2 Minuten sagt der Host, der am Tisch sitzen bleibt, aber das lassen wir jetzt diesmal vielleicht, weil wir zu wenig sind. Also irgendjemand fasst zusammen, was an dem Tisch geschrieben worden ist, zu dem ersten oder zum zweiten oder zum dritten Punkt und geht dann mit den anderen weiter in die Diskussion. Also es ist ergebnisoffen und partizipativ. Jeder kann sich zu jedem Punkt äußern und beteiligen, wenn es geht, möglichst leise, damit eine Gruppe den Nebentisch nicht unbedingt stört. Und wie gesagt, ich achte auf die Uhrzeit. Und jetzt übergebe ich erstmal an Lena Schimmel, die ein kurzes Anfangsreferat hält zu dem, was sie schon macht. Ja, hallo erstmal. Ich bin Lena Schimmel, ich bin 28 Jahre. Wenn ich nicht gerade irgendwas mit Schulaufklärung mache, bin ich Programmiererin. Und ich bin lesbisch, transsexuell und polyamorös. Die Vorstellung, wie ihr jetzt gerade gehört habt, mache ich so im privaten Rahmen oder so sonst nicht so. Das ist aber genau die Vorstellung, die ich mache, wenn ich in Schulklassen gehe. Und zwar sind es in der Regel 6. Schulklassen, also 11- und 12-Jährige. Und das mache ich nicht alleine, sondern in einer Gruppe, die sich Schlau Braunschweig nennt. Und darüber möchte ich kurz ein bisschen was erzählen. Schlau Braunschweig ist eines von vielen Schulaufklärungsprojekten, die es in Deutschland gibt, und die sind eigentlich alle sehr ähnlich. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine direkte Werbeveranstaltung für uns, sondern das ist ungefähr das, was es zum Glück in den meisten, aber leider nicht allen Bundesländern schon gibt. Was ich erzählen will, ist unter anderem, warum tun wir das aus verschiedenen Perspektiven, also warum ist das global sinnvoll oder halten wir das für sinnvoll, aber auch warum mache ich persönlich das. Wie machen wir das und was sind so die Rahmenbedingungen und wo sind Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten? Und ich denke, ich werde da nicht zu viel vorwegnehmen von der Perspektive, die wir dahinter nochmal im World Café haben, weil das einfach ein etwas anderer Ansatz ist, an das Thema ranzugehen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Habe ich gerade gesagt, ich wäre 27? Das steht hier auf meinem Zettel, ich bin 28. die Sache ist die, vor 2,5 Jahren hatte ich mein transsexuelles Coming Out, was konkret heißt, habe bis dahin halt in der männlichen Rolle gelebt und habe da so ein bisschen mal rückblickend gedacht, warum hat das so lange gedauert, was ist alles schlecht gelaufen, was ist es noch, was gibt es noch alles, was besser laufen müsste und was wäre so die eine Sache gewesen, die mir in meinem Leben geholfen hätte. Und da war mir ganz schnell klar, naja gut, wenn ich damals, als ich 11 war und mir dessen irgendwie so einigermaßen bewusst wurde, gewisse Informationen gehabt hätte, die man mit 11 leider in der Regel nicht hat, dann wäre alles anders gewesen und alles viel besser gewesen. Und dann habe ich überlegt, wie ist denn das heutzutage, haben die heutigen 11-Jährigen diese Informationen? Scheinbar nicht. Und dachte, okay, muss man was machen. Etwa gleichzeitig hat sich dieses Schlau Braunschweig gegründet. Schlau steht eigentlich für schwul-lesbische Aufklärung. Und das ist, weil das Wort so schön klingt, aber eigentlich sind da noch ganz viele andere Dinge drin. Die hätten zum Beispiel auch gerne was über Transsexualität erzählt, hatten da aber irgendwie selbst nicht so die Expertise. Und dann dachte ich, hallo, hier bin ich, ich kann da was zu erzählen. Wie sowas abläuft, Schulen kriegen irgendwie davon mit, dass es uns gibt. Das ist irgendwie ist halt so das Problem. Das passiert nämlich momentan wirklich nur irgendwie. Fragen uns dann an und bitten uns, so einen Unterrichtsblock von meistens 90 Minuten zu übernehmen. Und wir gehen dann dorthin mit 2 bis 4 Teamerinnen, machen einen Unterrichtsblock ohne die Lehrkräfte, also nur wir und die Schüler und Schülerinnen.
und gehen da mit verschiedenen Methoden rein. Machen erstmal ein bisschen Vorstellungsrunde, dann ein paar auflockernde Spiele, damit alle mal ein bisschen aus sich rauskommen, weil ja, so 11- und 12-Jährige können manchmal ziemlich schüchtern sein. Und gehen dann dazu über zu unserer Hauptmethode, und die wirkt eigentlich ziemlich trocken, wenn ich das jetzt so zeige, aber das ist gar nicht trocken. Wir haben solche Begriffekarten, so eine zum Beispiel, und die ziehen die Schüler und Schülerinnen dann und sagen, bisexuell, und dann wird einfach in der Runde gefragt, ja, weiß irgendwer, was das ist, versucht mal zu erklären, versucht mal euch das herzuleiten, und dann kommt man jeweils über diese Begriffe ins Gespräch. Und das besteht also aus dem Definitionsteil, das besteht aus einem Diskussionsteil quasi, und wir gehen da auch sehr offen mit unseren persönlichen Erfahrungen rein, und wenn dann halt jemand von uns bisexuell ist, erzählt derjenige dann auch von sich gerade so ein bisschen, wie das denn war und wie er das gemerkt hat, und kommen so mit denen in Diskussion, die erstaunlich gut laufen. Also das ist, man muss dazu sagen, die haben in dem Alter kaum Vorwissen, aber sobald man ihnen ein bisschen was gibt, können sie auf einem extrem hohen Niveau darüber diskutieren. Also bei manchen Klassen, die gut drauf sind, ist es eigentlich fast genauso wie heute Morgen bei der Podiumsdiskussion das Niveau. Da bin ich auch echt selbst geflasht von manchmal. Ja, und warum machen wir das? So etwas genereller gesehen, das machen wir, weil leider der normale Aufklärungsunterricht, wie er heutzutage in den Schulen stattfindet, nicht viel weiter ist, als er bei mir 15 Jahre vorher war. Und nun ja, in den manchen Lehrplänen der Länder steht irgendwie sowas drin, dass Homosexualität irgendwie erwähnt werden sollte. Das heißt trotzdem nicht, dass es dann passiert. Und wenn es passiert, heißt es nicht, dass es irgendwie angemessen und irgendwie lebensnah dargestellt wird. Und ja, bei Homosexualität hört es meistens schon auf. Also was schwul und lesbisch ist, wissen die. Und wenn dann diese Karte kommt, bisexuell, bekommt man die wildesten Ideen, was das denn sein könnte. Manchmal kriegt man eine perfekte Definition von transsexuell und sagen, ja gut, der Begriff kommt später oder so. Da sind also ziemlich viele Lücken. Dann gibt es halt ja diese Aufklärungsbroschüren von der BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das hier ist so ziemlich die häufigste, verbreitetste. Die richtet sich eigentlich an Eltern, ist meiner Meinung nach auch dafür ganz gut geeignet, dass die Schüler es selbst lesen. Da gibt es eine Doppelseite über Homosexualität. Das Wort Bisexualität kommt nicht vor. Und naja, über Transgender, Transvestit, Transsexuell, Asexuell, Intersexuell, Polyamorös und so, das kommt in keiner dieser Broschüren. Ich habe mir mal irgendwie so einen kompletten Satz von allen 40, 50 verschiedenen, die die haben, besorgt. Es wird alles nicht erwähnt. Und dementsprechend kommt es natürlich auch im Unterricht nicht vor und keiner weiß, was es ist. Und das sind alles, war vielleicht gerade ein bisschen schnell die Aufzählung, alles Dinge, die wir auch versuchen mit anzusprechen im Unterricht, insofern das in 90 Minuten geht. Mehr Zeit geben einem die Schulen meistens nicht dafür. Und mit Vorstellungsrunde und Auflockerung und Feedbackrunde und so hat man dann vielleicht so mit etwas Glück noch so 45 Minuten für das eigentliche Thema, also quasi eine Schulstunde in der ganzen Schullaufbahn. Und man kann pro Klasse schon nur so wenig machen, nur dieser eine Block. Und wir erreichen natürlich auch nicht alle Klassen, weil wir wenige sind. In Braunschweig zum Beispiel machen derzeit nur aktiv 4 Leute mit. Naja, man könnte 3, 4, naja, je nachdem wie es zählt. Und da gibt es, was haben wir denn? Ich glaube 27 weiterführende Schulen, die meistens 4- oder 5-zügig sind oder so. Also und wir machen das alle ehrenamtlich in unserer Freizeit neben unseren Haupt- und Nebenberufen. Das kann natürlich in den Klassen, wo wir das machen, sehr gut funktionieren, sehr gut ankommen, aber ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das bisschen Geld, was wir trotzdem brauchen, um zum Beispiel mal Flyer zu drucken oder so, das kommt halt durch Spenden rein, oder es gibt halt so ein Förderinstrument, das Schwule Forum Niedersachsen, und das ist auch ein bisschen problematisch, weil sind momentan nur 4 Frauen und das Schwule Forum sagt schon, ihr habt ja gar keine Schwulen, können wir das denn fördern und so.
Naja, alles nicht so ganz einfach. Dazu kommt, dass es unglaublich schwer ist, Ehrenamtliche zu finden, die das machen wollen. Viele sagen, ach, kein Bock, mir doch egal, Schule habe ich hinter mir. Andere sagen, oh, ich mache schon 1000 ehrenamtliche Sachen. Noch andere sagen, ja, würde ich ja gerne machen, aber dann muss ich mich ja outen und ich bin eigentlich gar nicht geoutet. Also ich kriege gerade darüber mit, wie viele Menschen auch heutzutage, die schwul oder lesbisch sind, nicht geoutet sind oder nur in ganz wenigen Lebensbereichen. Nun ja, und um jetzt mehr Leute zu erreichen, machen wir halt neuerdings auch, versuchen wir Lehrerbildung zu machen. Also die Lehrer, die schon an Schulen sind, erreichen wir nicht, weil die Schulen das absolut nicht nachfragen und nicht wollen irgendwie. Aber wir erreichen über die Hochschulen Studierende, Lehramt Biologie oder soziale Arbeit oder solche Dinge. Und es ist interessant, da geht man in so ein drittes Semester Biologie und wir machen eigentlich ungefähr das Gleiche, was wir auch mit den Schülern machen, aus gutem Grund. Zeigt man dann so eine Karte und ich meine, Intersexualität ist ja, hat ja zumindest auch eine starke biologische Dimension und dann sitzen da 30 Studierende und sagen, nö, noch nie gehört. Und dann denkt man, okay, gehen wir eine Stufe zurück und machen sowas hier, bisexuell, und auch da gibt es häufig Schulterzucken oder völlig, gibt es dann halt auch völlig verschiedene Vorstellungen, was das denn sein könnte und merkt, okay, gut, sechste Klasse oder drittes Semester macht leider nicht so den Unterschied. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie halt die nächsten 30, 40 Jahre der Aufklärungsunterricht aussehen würde, wenn da nichts passieren würde. Und ja, es gibt viel zu tun. Irgendwo in einem der anderen Programmpunkte heute war das auch schon mal erwähnt, dass das irgendeine Piratenarbeitsgruppe auch irgendwie an Aufklärungsbroschüren oder sowas arbeitet. Da ist auch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Was da an Heteronormativität und Mononormativität und so alles drinsteckt, das ist schon ziemlich fürchterlich. Und ja, was mir klar geworden ist, wenn man das wirklich in dem Rahmen machen will, dass es alle erreicht, dann kann es eigentlich auch nicht weiter nur über diese ehrenamtlichen Schienen laufen. Und ich vertraue auch nicht darauf, dass man irgendwie in kurzer Zeit die vorhandenen Lehrer irgendwie mal eben so ganz schnell so Crashkurs und dann machen die das total super. Wie man es jetzt genau macht, ich weiß es noch nicht. Das ist eigentlich auch schon, wow, bin ich schnell gewesen. Eigentlich alles, was ich so kurz dazu sagen wollte. Ich werde jetzt mal noch diese Flyer hier rumgeben. Wie gesagt, die sind halt bezüglich schlau. Die Flyer? Könnten wir auch, ja, können wir auch. Aber wir haben, also liegen eigentlich noch gut. Ja, können wir auch machen. Und was ich hier außerdem noch habe zum Mitnehmen, wenn ihr euch irgendwie ganz stylisch fühlt, sind noch Buttons. So mit nicht normativen Sprüchen. Gut, ja, dann war es das von meiner Seite auch schon. Danke, Lena. Ja, aber wir müssten jetzt eigentlich mit dem Word-Café anfangen und ich wollte überleiten dazu. Fragen, wenn dann Zeit ist, können wir hinterher auf jeden Fall stellen, weil sich auch sicher viele Fragen noch ergeben durch die Fragen, die auf den Tischen liegen. Wir haben jetzt genau dieses Problem eben wunderbar umrissen. Genügend Homosexuelle, Lesbische, Bisexuelle, Transsexuelle und Intersexuelle zu finden, die ehrenamtlich in die Schulen gehen, dürfte bei der Anzahl der Schulen, bei der Gegenwehr mancher Rektoren und mancher Lehrer ziemlich schwierig sein. Das heißt, wir müssen eben auch diesen anderen Ansatz wählen. Es steht in den Lehrplänen eigentlich schon drin, dass zur sexuellen Aufklärung auch so etwas gehört, wird aber im Allgemeinen ignoriert, weil es den herkömmlichen Lehrern, die es auch in ihrer Ausbildung nicht in dem Maße hatten, einfach lästig ist. Sie sehen sowas auch nicht oder sie wollen es nicht sehen. Und Eltern würden kommen und sagen, mein Kind möchte ich damit nicht behelligt wissen. Also es gibt da haufenweise Probleme und ich kann nur darauf hinweisen, ich bin als Kind etwas gewesen, was es in dem Maße nicht überhaupt nirgendwo sichtbar gab. In mir steckte ein Junge, äußerlich habe ich mich auch so benommen und gekleidet, aber ich war eben trotzdem das Mädchen und ich wurde von Jungs gemobbt, ganz schlimm. Bis zum Backstein ins Gesicht, die Narbe habe ich heute noch. Ich habe jahrelang eine gestörte Sexualität deswegen gehabt. Ich habe dann irgendwann einen Partner gefunden, der genau wie ich meine lesbischen Erfahrungen hatte, er seine homosexuellen. Wir haben festgestellt, wir beide ticken zusammen richtig. Mit dem bin ich jetzt seit 40 Jahren verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder.
die offen sind für alles, die genauso erzogen sind, wie ich das möchte, dass die zukünftigen Kinder erzogen werden und auch in der Schule gelehrt werden, wie man miteinander umgeht, mit Respekt für Vielfalt, mit Respekt für jemand als Menschen, der selbstbestimmt entscheidet, was er sein möchte. Und daher also die Fragen, die auf euren Tischen liegen, lasst euch einfach was dazu einfallen, tauscht auch aus, was ihr an einzelnen Erfahrungen selbst gemacht habt. Vielleicht findet man da auch irgendwo einen Zugang. Nach 10 Minuten wechselt ihr einfach die Tische zur anderen Frage. Nicht unbedingt in der gleichen Gruppierung, aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber ich gucke ein bisschen auf die Uhr, damit wir nicht plötzlich um Mitternacht, weil es ja doch ein spannendes Thema ist, hier immer noch sitzen. Ich danke euch. Sehen es nicht oder wollen es nicht sehen. Deswegen diese verschiedenen Fragen. Ihr könnt natürlich auch alle, vielleicht ist das sogar einfacher, mit der ersten Frage anfangen. Und ich sammle die anderen Fragen wieder ein und wir machen es vorhin wie bei Johannes, dass eine Frage nach der anderen in wechselnden Gruppen bearbeitet wird. Das ist mir egal. Also entscheidet euch bitte völlig frei, wie ihr das handhaben wollt. Stellt euch selbst die Fragen. Also es geht nicht um Mobbing alleine, sondern das ist mit ein Teilaspekt, der natürlich diesen Kindern, egal wodurch sie auffallen, sie sind nur einfach anders, passiert. Und das ist ein Teilaspekt. Es geht nicht allein darum, sondern es geht darum, was können wir tun, um diese Kinder an Schulen zu schützen, um andere zu sensibilisieren, wie man mit solchen Menschen umgeht, ob man es erkennt, wie man es erkennt, wann man Eltern einbindet, ob man Eltern einbindet, all diese Fragen. Und lasst euch was dazu einfallen. Ihr seid kreativ, ihr habt Fantasie. Danke. Also neben diesem allgemeine Mitaufklärung der Eltern, ganz klar, erstens nicht ohne Einvernehmen mit den Betroffenen. Bei Mobbing immer alle Betroffenen, also auch die Eltern des Täters, der Täterin und die Eltern des Opfers. Und auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, kein Zwangsouting. Das kann nach hinten losgehen. Ich danke euch. So, und ich sage das auch nochmal für den Stream. Das hier soll in Anführungsstrichen ein Word-Café sein, ist es aber nicht ganz so, wie es drin steht, wie ein Word-Café funktioniert. Wir haben vieles davon umgesetzt, das finde ich auch sehr schön. Wir gehen aber wirklich mangels Masse, auch der späten Stunde geschuldet, die mangelnde Masse meine ich, an Menschen, gehen wir einfach ein Stück weiter, weil wir das jetzt nämlich gemeinsam machen können. Das waren jetzt die Resümees der wichtigsten Punkte der 4 Tische, wobei natürlich ihr als Gruppe jeweils entschieden habt, was ist euch jetzt an dem Tisch, was da geschrieben steht, am wichtigsten. Jetzt haben wir Ergebnis offen. Wie sensibilisiere ich auf Basis des hier herausgefundenen Eltern und Mitschüler? Was muss in der Ausbildung von Lehrern geändert werden? Und, Fragezeichen, Gespräche mit Kindern. Also jetzt mit welchen? Nur mit den Betroffenen, mit allen, nur mit den Nicht-Betroffenen. Das sind so die Punkte, auf die wir noch nicht wirklich die Antworten haben, auch mit diesem hier nicht. Da würde ich jetzt einfach mal bitten, dass jeder, der zu irgendeinem Punkt der Punkte was sagen kann, das dann auch tut. Ja, wir hatten drüber gesprochen, dass ein Unterrichtsfach eingeführt werden kann, verpflichtendes
dass zumindest in einem Schuljahr alle durchlaufen müssen, wo es wirklich darum geht, wie gehe ich mit Unterschieden um, mit Toleranz oder Akzeptanz, Inklusion, gegen Diskriminierung, also einfach, dass Kinder mit diesen Themen sich längerfristig auseinandersetzen und man auch nicht die Chance hat, das im Lehrplan irgendwie verschwinden zu lassen. Und ich bin der Meinung, dass man nicht verlangen kann, dass irgendwelche Lehrer, die da jetzt dazu verordnet werden, dieses Unterrichtsfach zu halten, sondern ich bin der Meinung, man muss da halt wirklich Geld investieren, dass auch man auch die Möglichkeit hat, Leute mit persönlichen Erfahrungen reinzuholen, dass man wirklich Lehrer extra auch dafür ausbildet, dass sie dieses Unterrichtsfach anbieten. Also dass man da auch politisch einfach Geld rein investiert, weil das ist ja, unsere Zukunft ist nur dann lebenswert, wenn wir eine offenere Gesellschaft haben, und da können wir eben ansetzen. Habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Geld investieren in Aufklärergruppen und Lehrerausbildung. So, weitere Antworten, Vorschläge, Ideen. Was muss in der Ausbildung von Lehrern geändert werden, ist uns im Prinzip allen klar. Oder? Hat jemand da Zweifel, dass eine gesamte Lehrerausbildung sowieso geändert werden muss, im Hinblick auf unser Bildungswahlprogramm, auf die total geänderte Schule, Schülermitverantwortung, Schülerselbstbestimmung, also ein völlig neuer Aufbau von Schule. Da gehört das selbstverständlich auch dazu. Eine andere Lehrerausbildung, die Gewicht darauf legt, wie gehe ich mit Kindern um, wie hole ich Kinder da ab, wo sie sind? Wie bringe ich es fertig, dass Lernen Spaß macht? Das trifft nämlich hinterher auf alle zu. Da profitieren die Schüler ganz gewaltig von, die Krankenkassen übrigens auch, die Psychiatrien auch. Davon profitieren die Lehrer, zum Teil aus den gleichen Gründen, auch kein Burnout mehr. Und davon profitieren selbstverständlich auch die Eltern, weil es einfach das, was in Familien sowieso sehr häufig mal zu kurz kommt, die Geduld für die Erziehung der Kinder, wozu auch Nein sagen gehört, wozu auch mit den Kindern beschäftigen gehört, also Zeit investieren, das alles wäre damit aufgehoben. Das heißt, wir müssen eine gesamte, jetzt kommende Lehrergeneration anders ausbilden. Wir müssen Geld anfassen, was in der Bildung ja immer zu kurz kommt. Wir haben ja den demografischen Wandel als Ausrede. Und das heißt, gleichzeitig aber, weil wir so lange nicht warten können, wie gehen wir zum Beispiel solche Gruppen und die auch immer mehr fördern, auch finanziell, in die Schulen, um da Aufklärungsarbeit direkt zu leisten. Das sind so die Punkte, wo ich jetzt sagen würde, nach allem, was ihr gesagt habt, wäre das so mit ein Fazit. Ist das richtig? Hat da jemand noch irgendetwas zu, was er sagen möchte? Fände ich gut. Gerne. Also ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Selbstverantwortung und Freiwilligkeit und so. Ich kann aber auch aus Erfahrung auch Folgendes sagen. Wenn wir in die Schulklassen gehen und das machen, dann suchen die Schüler sich das nicht aus. Die ganze Klasse ist anwesend, ist eine Pflichtveranstaltung. Und alle sagen hinterher, oh, das war voll toll und das hat Spaß gemacht und ich habe so viel gelernt. Wir haben das einmal die Situation gehabt, dass die Jugendlichen sich das aussuchen konnten. Und zwar Die Situation hatten wir einmal. Wir waren auf dem evangelischen Landesjugendtag. Es waren 600 Jugendliche da und wir haben gesagt, und wer von euch hat Lust hier, dass wir ein bisschen über verschiedene Geschlechter und Lebens- und Beziehungsmodelle reden und dass ihr da ein bisschen was lernt und so ein bisschen so, haben wir es versucht schmackhaft anzukündigen. Von 600 Jugendlichen hat einer mitgemacht. Wahrscheinlich auch, weil es
halt irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich nicht interessiert oder weil, ob sie Angst davor haben, dass es sie überfordert oder dass sie ja geoutet werden oder dass sie allein schon dadurch, dass sie sich dafür interessieren, darüber was zu erfahren, vielleicht schon irgendwie fremd zugeordnet werden. Auf jeden Fall, gut, es war ein Einzelfall, das kann man vielleicht nicht allgemein verallgemeinern, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mit den Lehrern auch das Gleiche ist, wenn man irgendwie sagt, ja, hier, liebe Schule, ihr könntet auch irgendwie mal Lehrer zu uns hinschicken, also wir könnten auch hinkommen und eure Lehrer fortbilden, dann will niemand. Obwohl ich glaube, wenn sowas einfach mal gemacht werden würde, dann würde es wahrscheinlich auch gut ankommen. Aber irgendwie sich freiwillig und aus Eigeninitiative damit zu befassen, da sind wir, glaube ich, ganz weit noch von entfernt. Eine Sache, die ich denke ganz wichtig ist, ist schon im Kindergarten beginnend gegen die Geschlechtsnormen, ja, zu unterrichten kann man da nicht sagen, halt vorzugehen mit Geschichten und Spielen und sowas. Denn wofür werden die Kinder später gemobbt? Ja, nicht so direkt für die sexuelle Orientierung, sondern eigentlich die Jungen, wenn sie feminin sind, die Mädchen, wenn sie eher maskulin sind. Das natürlich Transkinder dann auch ganz besonders, aber auch bei der sexuellen Orientierung geht es eigentlich auch wieder um die Übertretung der Geschlechtergrenzen, für die das Mobbing erfahren wird. Und wenn halt schon im Kindergarten angefangen wird mit, nein, es gibt keine Mädchen- und keine Jungenfarben, es gibt keine Mädchen- und keine Jungen-Spielsachen und sowas und jeder darf mit allem spielen, das aber auch ganz explizit und nicht nur, ja, wir stellen alle Spielzeuge für alle hin, weil die Gesellschaft draußen und die Geschichten draußen gibt es ja trotzdem, die ihnen beibringen, Jungen machen das und Mädchen machen das. Genau, es sollte keine Rolle spielen und es reicht halt nicht, das nur zu ignorieren. Man muss explizit im Kindergarten darauf hinwirken, dass es ist auch okay, wenn Jungen mit Puppen spielen und so weiter. Und dann wird, denke ich, auch in den höheren Klassenstufen das teilweise mit abgefangen dadurch. Danke. Was nicht nur ich denke mal, wir alle immer wieder lernen, ist, das, was uns am meisten fehlt, ist das Neudenken. Über Grenzen hinaus, über Tellerränder hinaus, Neudenken. Dieses Menschenbild, was wir alle gerne hätten, dafür muss man was tun. Das kommt nicht von alleine. Dazu muss man Schubladen aufbrechen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich denke, wir sind jetzt alle, wenn ich jemand noch ganz dringend etwas sagen möchte, ich will niemanden abwürgen, aber wir sehen alle so ein bisschen, ja, ich angejahrt und ihr müde aus, wenn nichts effektiv Wichtiges mehr kommt, das kann ich nicht beurteilen, dann würde ich jetzt sagen, ich danke euch herzlich, Lena, das Gleiche nehme ich an, wir danken euch herzlich und es war auch, wenn die Gruppe klein war, ein toller Workshop, ein tolles Wortcafé, in Anführungsstrichen. Danke.